Hallo ihr Lieben. So, es hat diesmal ein bisschen länger gedauert, bis jetzt wieder ein Kreativvideo von mir kommt. Das tut mir sehr leid. Es war einfach so, dass Alexander wirklich sehr krank war. Er hatte über eine Woche um die 39, 40 Grad Fieber und das hatte einfach Priorität. Und jetzt ist es aber wieder gut und ich kam jetzt auch endlich wieder dazu, kreativ zu sein und habe mir gedacht, ich mache als erstes gleich nochmal so ein 3 Karten aus einem Stempelset Video für euch. Und ich habe leider die Verpackung nicht mehr, aber das wären diese Stempel. Die sehen jetzt ein bisschen unscheinbar aus, das sind so Trauben oder Beeren mit so Blättern. Und da waren diese zwei Stanzformen mit bei dem Set, dass ihr wisst, welches, das ich da verwendet habe. Genau. So, ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit meinem Video. Für Karte 1 habe ich mit dem größten dieser Stempel mir ringsherum einen Rahmen gestempelt mit Watermark-Stempelfarbe, also mit durchsichtiger Stempelfarbe, um danach mit Weiß zu embossen. Hier seht ihr, wie ich das Embossingpulver rübergebe. Und mit dem Heißluftföhn das Pulver schmelze. Dann habe ich mir einen Spruch abgestempelt auf ein Stück kraftfarbenen Cardstock und das auch wieder mit Weiß embossed. Das soll eine Beileidskarte werden. Das Ganze habe ich dann auf ein Stück schwarzen Cardstock aufgeklebt. Die Überreste weggeschnitten und dann seht ihr, wie ich hier das vorher gestempelte Stück Kraftpapier auf ein schwarzes Cardstockpapier aufklebe, damit so ein ganz feiner Rand entsteht. Hier seht ihr, wie ich ein Stück Band rundherum mir lege und das mit normalem Tesa-Klebeband festklebe auf der Rückseite. Das ganze Panel habe ich dann auf die Grundkarte aufgesetzt. Aufgeklebt. Das seht ihr jetzt hier. Und zum Schluss den Spruch mit doppelseitigem Klebeband, Schaumklebband draufgeklebt. Und fertig ist die erste Karte. Auch bei der zweiten Karte habe ich embossed, diesmal allerdings auf Aquarellpapier. Und habe ich mir wieder den größten Stempel genommen und einen Bärenstempel und habe das einfach so ein bisschen versucht, ein bisschen verspielt anzuordnen. Nicht komplett rundherum, sondern nur an gewissen Stellen. Ich habe das immer wieder zwischendurch embossed, um einfach auch zu sehen, wo genau ich da die Motive dann habe. Weil man, wie ihr hier seht, man kann es nicht so gut erkennen, weil weiß auf weiß ist klar, sieht man natürlich nicht so gut. Also habe ich das einfach so Schritt für Schritt gemacht. Dann habe ich mir mit einem größeren Pinsel habe ich komplett das ganze Panel mehr mit Wasser ein bisschen befeuchtet und habe dann, ich habe so Wasserfarben und habe mir da einfach 3 Farben ausgesucht, ein Rot, ein Grün und ein Blau. Und hier seht ihr, wie ich dann die Beeren
mit dieser roten Farbe ausgemalt habe. Und ich habe mir wirklich nicht Mühe gegeben. Das ist bewusst, weil das ist so eine Technik, wo es darum geht, dass es ein bisschen über die Linien rüber geht. Das soll so ein bisschen, ja, so ein Aquarell-Look ergeben. Ich habe das vorher noch nicht gemacht. War mein erstes Mal. Ich wollte das unbedingt mal ausprobieren und ja, ich bin ganz zufrieden mit dem Ergebnis. Ich habe mir also hier erst die Beeren koloriert. Und dann habe ich mit Grün die Blätter koloriert. Und dann habe ich gemerkt, ups, vielleicht sollte ich erstmal das Ganze ein bisschen antrocknen. Nicht, dass dann das Rot und das Grün sich vermischen, weil das könnte ja dann so eine braune Farbe ergeben, was ich nicht wollte. Also habe ich das dann zuerst getrocknet und dann einfach mit Grün die Blätter koloriert. Das habe ich dann so lange gemacht, bis ich für mich fand, okay, jetzt sieht es gut aus. Diese Art des Kolorierens macht echt Spaß, also ich kann das echt nur empfehlen. Geht auch relativ schnell, weil man muss ja nicht so darauf achten, da über diese Linien zu kommen oder nicht zu kommen. Da seht ihr, wie ich das Ganze wieder getrocknet habe. Man hätte das jetzt so belassen können, aber da ich ja noch einen Spruch stempeln wollte, habe ich mir also das Papier nochmal angefeuchtet. Und habe dann mit Blau, und ich hatte halt nur dieses Dunkelblau, habe ich mir dann so den Hintergrund noch eingefärbt. Einfach, dass man den Spruch in Weiß danach gut lesen kann. Ich habe dann einfach mit dem Blau komplett den restlichen Hintergrund mir eingefärbt, damit das Ganze dann auch stimmig aussieht. Dann habe ich das Ganze nochmal trocken geföhnt und hier seht ihr jetzt, wie ich den Spruch abstempel, auch wieder mit durchsichtiger Tinte und wieder mit Weiß embosse. Und weil ich ja den Hintergrund blau gemacht habe, kann man den Spruch jetzt auch sehr gut lesen. Das Ganze habe ich dann auf eine Grundkarte angebracht und die Überreste weggeschnitten. Zum Schluss noch ein paar Strasssteinchen draufgesetzt. Und das ist die Karte von Nahem. Bei Karte 3 habe ich mir erstmal diese Beeren und das Blatt jeweils in Schwarz mit Stay-Sun-Tinte abgestempelt. Das Ganze habe ich insgesamt dreimal gemacht, also dass ich je drei Blätter und drei von diesen Beeren hatte. Ich habe dann zum Schluss aber nur zwei gebraucht, aber zu dem Zeitpunkt dachte ich mir, ich mache mal lieber genug davon. Hier seht ihr, wie ich mit Aquarell Stiften das Ganze koloriere. Habe ich erst die helle Farbe, mit der hellen Farbe diese Beeren ausgemalt und danach mit der dunklen Farbe ein bisschen schattiert. Die Blätter habe ich dann mit Grün ausgemalt, auch hier wieder zuerst die helle Farbe und dann mit der dunkleren, dem dunkleren Grün ein bisschen schattiert.
Dann habe ich mit einem Wassertankpinsel habe ich das Ganze dann vermalt. Auch wieder zuerst die Beeren. Nach dem Kolorieren der Beeren habe ich dann den Pinsel ganz gut abgeputzt und die Blätter dann ausgemalt. Als nächstes habe ich mir die Motive ausgestanzt und habe mit einem Schädelpen überall dort, wo diese Highlights hingehörten, laut Stempel, ich habe das wirklich nur nachgezeichnet, die angebracht. Und hier seht ihr, wie ich mit einem Klebestift Flüssigkleber aufbringe auf diese Beeren, also auf Teile von diesen Beeren, um danach diese zu beglittern. Da habe ich dann einfach klaren Glitter genommen und jetzt seht ihr auch, wie das glitzert. Dann habe ich bei den Blättern habe ich so die Adern ein bisschen mit diesem Klebestift getränkt. Bemalt und das dann in den Glitzer reingegeben, wie ihr hier seht, und ja, das gab dann auch so ganz einen feinen Schimmer. Dann habe ich mir ein Stück Karte geprägt, das war eine Karte, habe ich mir weggeschnitten und zwar einen kleinen Rahmen aufgebracht. Und auf dem Rahmen habe ich diese vorher vorbereitete Motive mit Flüssigkleber aufgeklebt. Dann habe ich mir einen Spruch gestempelt auf dieses Panel und das Ganze auf die Grundkarte aufgeklebt. Hier seht ihr, wie ich den Rahmen mit 3D-Klebepads auf dieser Karte befestigt habe. Und da noch ein grünes Band angebracht habe. Und eine Schleife. Da war ich aus der Kamera, deshalb könnt ihr das nicht sehen. Ich habe dann eine Schleife gebunden und so sieht die fertige Karte aus. So, hier könnt ihr jetzt nochmal alle drei Karten euch von nahem betrachten. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, welche euch am besten gefallen hat. Mir persönlich hat er die dritte am besten gefallen, die war allerdings auch die aufwendigste und ich stehe halt auf Glitzer. Meinem Mann hat die erste am besten gefallen, würde mich noch interessieren. Hier seht ihr noch, was ich zusätzlich verwendet habe. Ich habe Band verwendet vom Action. Diese Stempel, die waren bei einem Embossing-Folder dabei. Dann diese Sticker, diese Luxury-Sticker. Ich habe Aquarellstifte verwendet, ich habe die von Albrecht Dürer, aber da könnt ihr auch sonst welche nehmen. Einen Schälstift, dann ein Embossing-Folder vom Action, Strasssteine auch vom Action, dann diese Wasserfarben von White Nights St. Petersburg, diesen Quickie Blue Pen, da kann man aber auch sonst Flüssigkleber nehmen. Und da ist noch das Stempelset, das ich für die Sprüche verwendet habe. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen und ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann. Tschüss.